In diesem Video schauen wir uns die neue SBC zur What-If-Karte von Fair genauer an. Viel Spaß! Leroy Fair spielt für Feyenoord in der Eredivisie. Er hat 3 Sterne Skills und dazu 4 Sterne Weak Foot. Dazu hat er die sehr guten Arbeitsraten mittelhoch. Die Werte sehen insgesamt ziemlich nice aus. 77 Antritt sowie 80 Sprintgeschwindigkeit sind für einen Sechser noch ziemlich in Ordnung. Dazu sehen die Schusswerte stabil aus, vor allem die Schusskraft ist ziemlich gut. Die Passwerte sehen ziemlich stark aus, vor allem der kurze Pass und der lange Pass. Das sind echt Top-Werte. Beim Dribbling könnte die Balance etwas höher sein, der Rest ist aber für die Position echt top. Die Defensive sieht auch sehr stark aus, aber vor allem die Physis ist bei ihm nochmal richtig top. Bei ihm würden wir klar einen Shadow empfehlen, einfach um noch deutlich mehr aus dem Tempo rauszuholen und die Defensive weiter zu verbessern. Das Upgrade sollte Fair dazu ziemlich sicher bekommen. Feyenoord schießt ziemlich viele Tore, in den letzten 5 Spielen haben sie zum Beispiel 12 Tore erzielt. Dann sähe die Karte natürlich nochmal deutlich stärker aus. In der Liga gibt es mittlerweile echt viele starke Karten. Er hat zum Beispiel Stronglinks zu Senesi, Gravenberg oder Promis. Hier gibt es aber eine große Auswahl. Für die SBC muss man bloß ein 84er Team abgeben. Der Preis wird hier so um die 90.000 liegen. Schauen wir uns ähnliche Spieler an. Goretzka Inform hat ziemlich ähnliche Werte und kostet 130.000. Die McTominay SBC hat damals 170.000 gekostet und er konnte sich ja wie Fair auch noch upgraden. Außerdem ist die Laney Second Inform ähnlich, dieser kostet 150.000. Aus der gleichen Liga gibt es den Gravenberg als Meilensteinaufgabe, dann Kuppemeier Second Inform für 30.000, der jedoch nochmal ein Tick schlechter ist, und als Holländer gibt es sonst noch zum Beispiel Wijnaldum für 22.000. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Werte von Fair sehen ziemlich gut aus, er hat echt starke Werte für einen Sechser. Dazu hat er echt viele nice Linkmöglichkeiten. Das Upgrade würde er zu 90% bekommen und somit ist der Preis von 90.000 echt ziemlich günstig für ihn. Wir würden daher machen sagen. Was sagst du zu dieser SBC? Schließt du ihn ab? Wenn ja, schreib es uns gerne in die Kommentare. Lass jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.